punkter Mabel Watsons dødspring til Sasha Doria. Vi beder publikum være fuldstændig stille. Streichholz für mich. Tut mir leid, ich bin nicht Taucher. Entschuldigen Sie. Schade, Carlo. Früher warst du einmal Feuer und Flammen für mich. Karin! Na, sag mal, das ist doch... Also, wo kommst du denn her? Stell dir vor, ich habe mir für 5 Kronen eine Eintrittskarte gekauft. Ja, was denn? Lebst du denn jetzt in Kopenhagen? Seit 30 Jahren. Ich bin doch Dänin. Durch meine Heirat mit Jens Brandes. Er ist vor 8 Jahren gestorben. Ach, gut, das wusste ich dann. Jens, der stärkste Mann der Welt. Sag mal, Karin, wie lange ist das her, dass wir uns... Bitte, nicht nachrechnen, Carlo, du weißt, für eine Frau zählen die Jahre doppelt. Was denn? Du siehst doch ganz großartig aus. Du musst meine Kinder kennenlernen. Nicht jetzt. Du weißt, vor und nach dem Auftritt soll man Artisten in Ruhe lassen. Aber sag ihnen, sie sind wunderbar. Wirklich Weltklasse. Ja, wir sehen uns noch. Heute nicht, Carlo, ich fahr gleich nach Hause. Ich bin nur gekommen, um dich und die Dorias zu sehen. Aber ich würde mich schrecklich freuen, wenn du mich morgen Vormittag besuchst. Hier ist meine Karte. Kommst du? Ja, natürlich, komm. Ja. Oh, was ist das? So doll, ich hab Sonne. Kann mir nicht passieren. Gehen wir dann zusammen essen? Na, ich weiß nicht, was Carlo macht. Ich gehe mit Sascha ins Fassgarten. Komm doch mit. Fassgarten mit Krawatte und so? Nein, das ist mir zu vornehm. Und zu teuer. Na, Vigo, gehen wir zusammen essen? Nee, leider nicht, die Wampe. Oh, du armer Schwein. Du, übrigens, wir müssen die Spots unbedingt umstellen. Ich kann dich nicht richtig sehen, wenn du beim Dreifachen ankommst. Mach doch die Augen zu, ich pfeife dann, wenn ich da bin. Sehr schön, aber Spots umstellen ist besser. Schon gut, Alter. Ich habe schon mit Rodolfo gesprochen, wir machen das morgen Vormittag. Die Strickleiter ist auch nicht in Ordnung. Aber Kopenhagen ist eine Wucht, was? Du, weißt du, wie ich eben getroffen habe? Kinder, wisst ihr, wen ich eben gesprochen habe? Schneewittchen und die 7 Zwerge. Karin Brandes. Wer ist denn das? Ja, kann das noch gar nicht fassen. Warte mal, wie lange ist das her? Damals hieß sie Karin Oppermann. War meine erste Partnerin damals auf dem Trapez. Noch bevor ich eure Mutter kennenlernte. Na ja, schon ein bisschen reifere Dame. Gut, die sieht fantastisch aus, sag ich dir. Und in ihrer Jugend, was war das für ein süßes Geschöpf? Hallo, du bist ja ganz aus dem Häuschen. Bin ich auch. Ist sie noch Artistin? Glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Ne? Sie hat einen geheiratet, Jens Brandes, nicht? Eine Berühmtheit, stärkster Mann der Welt, Kraftakt. Vor 8 Jahren ist dieser gestorben. Also witzig. Ja. Und denen. Und sieht gut aus. Du, Carlo, das ist eine gefährliche Mischung, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten. Hör auf, das ist ja mit mir in meinem Alter. Und kann man denn die Dame mal besichtigen? Ihr? Überhaupt nicht. Mit euch blamiert man sich ja bloß. Ciao. Na ja, schön. Für euch spielt wohl keiner, was? Nein, das Wetter ist so schlecht. Im Regen schießt keiner. Tja, wir hatten noch Glück mit unserer Vorstellung. Ach, wir haben großen Applaus gehört. Bis hierher. Großer Applaus war für Vigo, für mich nur ganz kleiner Applaus. Der Stapel tief, er ist meistens besser. Ah, komm. Aber wollen wir schauen, wer besser schießen kann? Ah, das ist lieb von euch. Das Geschäft war so schlecht heute. Was macht ihr denn morgen Vormittag? Oh, viel Arbeit. Kanone putzen. Wir haben auch viel Arbeit. Dann Trapez und Scheinwerfer.
Und wenn ihr fertig seid mit dem Kanoneputzen? Ja, wenn ihr dann Klammenburg zum Swim ist. Baden-Baden, das wird auch nicht schlecht. Da wollt ihr uns nicht mitnehmen? Okay, dann holt uns doch hier ab. Machen wir, hier. Ja, der helle Anzug steht dir viel besser. Ja, aber die Krawatte passt doch nicht. Ja, jetzt nehmen wir eine andere Krawatte. Hier, die blaue. Passt schön. Ja? Sehr schön. Hier sind deine Blumen, Carlo. Gefallen sie dir? Was kosten denn die? Kann doch gar nicht genug kosten. Ich stelle sie inzwischen ins Wasser. Donnerwetter. Ich sehe Rosen. Sag mal, Carlo, findest du das nicht ein bisschen direkt? Ich meine, wenn du gleich mit Rosen aufkreuzt, dann meint die Dame womöglich... Ach, hör jetzt auf. So, und nun das Jäckchen. Elegant, was? Und jugendlich, wie ein 40er. War? Der helle Anzug war mein Vorschlag. Ja, und dann noch rote Rosen. Was meinst du, Sascha? Fabelhaft. Lass doch mal sehen, Vater. Was ist? Ganz schön erhöhter Puls, Carlo, was? Lass mich in Ruhe, du! Hast du unser Brusttasche? Zeig mal deine Fingernägel. Raus! Raus, sag ich! Alle raus! Und denk an deine Arbeit. Du hast aufzupassen, dass die Scheinwerfer eingerichtet sind heute Abend. Denk okay, dran! Okay, Carlo. Und Weidmanns Heil. Komm, wir stören hier. Nimm dein Weib und verschwinde. Was? Mich schmeißt du auch raus? Wo ich doch so gut mit dir meine. Raus, alle miteinander! Ja, das ist die eigentlich. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir einen guten Friseur sagen und auch etwas Kosmetik? Ich sehe schon so verwildert aus. Ja, ich gehe immer zu Salon Figaro, in Wimmelskaftet. Wimmelskaftet? Ja, das ist die Straße, wo die Autos nicht fahren dürfen. Ah ja. Ja. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Nein, danke, ich gehe gern zu Fuß. Okay. This is no mail for any of our group. This is Swiss man. Carlo! Ja, was ist denn? Spioniert er mir nach? Was glaubst du? Ich will zum Friseur hier. Aber was machst du denn hier? Ich bin doch verabredet mit Karin. Aha. Die muss hier wohnen, weil... Ob das hier der Eingang ist? Ich weiß nicht, sehen wir mal nach. Tag, Frau Dels. Tag, Frau Hell. Tag, da bin ich. Carlo! Karin, du hier? Le Figaro, das bist du? Ja, mein Geschäft. Eins von meinen Geschäften. Ich habe noch zwei. Komm rein, ich freue mich schrecklich. Das ist Lona, meine Schwiegertochter, die Frau vom Sascha. Ach, guten Tag, ich bin Karin Brandes. Kommt rein. Bitte? Das ist ja toll. Kann ich euch irgendetwas anbieten? Einen Kaffee oder einen Schnaps oder... Ich komme eigentlich als Kundin. Waschen, legen und etwas nachschneiden. Ah ja, gern. Das macht Frau Andersen. Das ist meine beste Kraft. Wäre so, wenn wir auch Kalpofu Andersen. Aber bevor ich hier eine Dauerwelle verpasst bekomme, dann möchte ich doch meine Blumen loswerden. Ich ahnte ja nicht. Wie schön. Danke dir, Carlo. Frau Andersen ist parat. Ah, wäre so ein Stil, glaubst du mir irgendwann? Ja. Bitte, Frau Doria, wenn Sie inzwischen hier drüben Platz nehmen würden. Ciao, Carlo. Viel Spaß. So, und jetzt zeige ich dir das Geschäft. Sehr. Das ist noch nicht alles. Komm mal mit. Du wirst staunen. Hier wird gewaschen. Hier drüben wird dann ausfrisiert. Aber gut besucht. Zum Wochenende ist hier jeder Stuhl besetzt. Seit wann bist du denn in der Branche? Seit 10 Jahren etwa. Das ist mein Stammgeschäft, das hat mir Jens noch gekauft und eingerichtet. Die beiden anderen Läden habe ich erst vor 4 Jahren eröffnet. Ich habe über 60 Angestellte. Und hier, das ist unsere Giftküche. Welbekomme. Ja. Das ist mein Büro. Und hier wird gefärbt. Aha. Aber jetzt komm mal mit, jetzt zeige ich dir was. Das ist unser Massagesalon. Mensch, als Kind. Schön, ne? Toll. Komm rein. Weißt du was? Hä? Zieh dich aus. Wie bitte? Ja, zieh dich aus. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde hier ein Geschäft zu tun. Dann habe ich Zeit für dich.
Nachher fahren wir aus nach Krebestrand, da habe ich ein kleines Häuschen am Meer. Und bis ich soweit bin, dann bekommst du ja eine wunderbare Vollmassage. Das ist doch Unsinn, nicht? Keine Ausrede. Nils wird... Nils? Ja, Verband. Der Herr Doria. Session. Alla Figaro. Das ist doch Quatsch. Quatsch? Du wirst ein Wunder erleben, du wirst mir noch dankbar sein. Du musst was für dich tun, wie siehst du denn aus? Schämst dich gar nicht mit so einem Bauch rumzulaufen in deinem Alter. Meinst du wirklich? Nein, im Ernst, das geht nicht. Zieh dich raus. Einen Moment bitte, ich bin gleich wieder da. Entschuldigung, bitte, Frau Brandl. Ist Carlo noch da? Ja, ganz da hinten links, gleich hinter dem Vorhang. Dankeschön. Carlo, was ist denn los? Der Figaro. Was? Vollmassage. Na, was glaubst du? Baden bei dem Wetter? Ja, warum denn nicht? Muss doch nicht ausgerechnet im Meer sein. Was meinst du? Ja, die beiden werden doch wohl zu Hause eine Badewanne haben. Du meinst, du willst? Ja, sicher. Oder willst du vielleicht kneifen? Ist gar nicht mehr nötig. Die Bude ist geschlossen. Naja, dann eben nicht. Hey. Also. Wollt ihr denn hin? Was suchen wir denn? Wir sind ja hier. Wir haben schon eine halbe Stunde gewartet. Ja, das Schlafmütze. Wir haben geglaubt, ihr geht nicht zum Baden bei dem Wetter. Quatsch, in Kopenhagen ändert sich das Wetter zweimal in der Stunde. Was denn, ihr wollt wirklich ans Meer? Ja, klar. Was hast du denn gedacht? Na komm, Schwager, schwimmen gehen. Sportlich. Na, was ist? Nehmen wir uns ein Taxi? Taxi nicht nötig. Wir haben Auto. Brav, brav. Aber wo? Wir sind da. Moment, ihr habt doch... Du meinst, wir sollen Rad fahren? Kannst du nicht? Doch, doch, schon. Rodolfo, Radfahren. Sportlich. Ich? Nur bis zum nächsten Taxistand. Wer hat mir der Arzt verboten? Darf ich bitten? Bitte? Wir müssen da lang. Na, wie fühlst du dich? Ah, wunderbar. Aber was dein Herr Nils da treibt, das nennt man bei uns grobe Körperverletzung. Sehr schön. Solche Vollmassagen bekommst du jetzt jeden dritten Tag. Was denn, willst du mich umbringen? Nein, hier sind wir. Was ist denn? Mein Auto. Dein Auto? Here come a Pippi Longstrump, to the hay, to the hay, to the upsasa. Here come a Pippi Longstrump, there come a Faxisklar. Sag mal, wie lange dauert das noch? Ich habe gesagt, bis zum nächsten Taxistand. Ja, nicht mehr weit. Wir sind da in 20 Minuten. Ja, in 10 Minuten bin ich tot. Na, geht's dir gut? Danke. Dann will ich dir jetzt mal was vorlesen. Die farbige Artistin Mabel Watson, auch in Hamburg noch bekannt als Mitglied der Trapeznummer Las Ugandas, wurde gestern in einem Hotelzimmer der Innenstadt tot aufgefunden. Der Körper wies zahlreiche Stichwunden auf. Vom Täter fehlt jede Spur. Hamburger Abendblatt von gestern. Kannst du mir das erklären? Verstehst du das? Du warst doch bei den Ugandas und Mabel Watson bist du auch. Andererseits lebst du. Das kann nur eine Namensverwechslung sein, oder? Oder was? Vielleicht, weißt du, vor einem Jahr etwa, noch bevor ich zu euch kam, habe ich in New York mal meinen Pass verloren. Verloren? Verloren oder ist gestohlen worden, ich weiß es nicht. Als ich es merkte, habe ich es sofort gemeldet. Und dann bekam ich einen Ersatzpass. Guck mal, hier ist er. Mein Pass ist weg. Weg? Gib her. Jetzt überleg mal ganz genau, wo er sonst noch sein könnte. Da ist er ja. Gott sei Dank.
Da ist die Eintragung. Mhm. Die Ersatzausfertigung für den Pass Nummer 11, 68773. Ja. Ausgestellt vor einem Jahr. Ja. Das heißt also, dass die Frau, die in Hamburg umgebracht worden ist, seit einem Jahr mit einem alten Pass und unter deinem Namen gelebt hat. Genau. Wir müssen sofort die Hamburger Polizei anrufen. Nein, Sascha, nicht die Polizei, bitte. Warum denn nicht? Die Sache muss klargestellt werden, auch in der Presse. Warum? Ist das wirklich nötig? Warum, Mabel? Jeder weiß, dass du bei uns arbeitest. Schon aus Geschäftsgründen muss diese blödsinnige Todesnachricht dementiert werden. Du bist bei den Dorias. Wir sind ein Team, verstehst du? Ja. Da drüben siehst du die schwedische Küste? Und das da ist Rönningmölle, ein kleiner Ferienort. Wunderschön. Ja, aber manchmal pfeift hier auch der Wind ganz schön. Ja, hier verbringe ich jedes Wochenende. Und wenn ich es schaffe, dann fahre ich auch noch nach Geschäftsschluss raus. Da kann man mal sehen, was so ein Friseurgeschäft einbringt. Aber du hast die Hinterlassenschaft von Jens gut angelegt. Ja, ich bin eine gute Geschäftsfrau geworden. Natürlich, das Privatleben, das kommt zu kurz dabei, aber ich habe eigentlich gar keins. Ja, mal schade. So ein Haus. Tja, manchmal weiß ich wirklich nicht, wofür ich mich abstrample und für wen. Da geht's dir genauso wie mir. Kann ich mir denken. Wir beide brauchen uns ja wohl auch nichts vorzumachen. Wir kennen ja unseren Jahrgang. Aber du? Du hast wenigstens deine Kinder. Mhm. Mensch, jetzt habe ich Idiot meine Badehose vergessen. War vielleicht Absicht, hm? Quatsch. Hier, guck, Zigaretten, Feuerzeug, Badetuch, Badeschlappen, alles drin. Bloß keine Badehose. Dann waren wir alle ohne. Ja, hier kommt jetzt sowieso kein Mensch. Landessitte, Rodolfo, müssen wir uns halt anpassen. Oder genierst du dich? Ich? Rodolfo Gambetta? Schönste Mann von Napoli. Ja, also dann runter mit den Klamotten. Mit unseren dänischen Freunden baden wir immer so. Ist viel schöner. Madonna. Was denn? Hast noch nie eine nackte Frau gesehen? Naja, es ist schade, dass Nina und Francis uns hier nicht sehen. Möchte wissen, was die dazu sagen. Du, also darauf kann ich verzichten. Mir wäre viel lieber, ich wüsste, was du denen sagst. Ich würde ihnen sagen, könnt ruhig wieder gehen. Die Sache ist völlig ungefährlich. Was? Das Wasser hat nur 12 Grad. Dann rufen Sie doch im amerikanischen Konsulat an. Nein, das geht nicht. Miss Watson kann jetzt unmöglich nach Hamburg kommen. Sie arbeitet hier täglich im Tivoli. Sie hat einen festen Vertrag. Ja. Aber vielleicht kann einer Ihrer Herren nach Kopenhagen kommen. Selbstverständlich, Miss Watson steht Ihnen hier jederzeit zur Verfügung. Kinder, eine herrliche Geschichte der Kammer. Im Europa-Hotel am Andersen Boulevard. Ja, die Telefonnummer ist Kopenhagen 23666. Nein, wir gehen bis heute Abend nicht mehr aus dem Haus. Bitte sehr darum. Danke. Wiederhören. Was ist denn los? Etwas Schreckliches, Lohn. Hier. Lies das mal. Mabel Watson ermordet? Mabel hat vor einem Jahr in Amerika ihren Pass verloren. Ja, und ihr meint jetzt... Es kann doch nur so sein, dass eine andere Frau mit Mabels Pass unter ihrem Namen gelebt hat. Ich habe eben mit der Hamburger Kriminalpolizei telefoniert, die sind auch der Meinung. Weiß man denn schon, wer wirklich ermordet worden ist? Ach, es leben doch so viele Farbige in Hamburg. Mit amerikanischen Pässen wurde schon immer ein schwunghafter Handel getrieben. Echt oder gefälscht? Ach, mach dir nichts draus, Mabel. Wer mal tot gesagt ist, lebt lange. Du wirst 100 Jahre alt. Genau so habe ich ihn in Erinnerung. Das war in Stockholm. Ja, gleich nach eurer Hochzeit, ne? Geheiratet habe ich Jens in Göteborg. Das solltest du doch wohl wissen. Ja, ich weiß. Du hast Vera im Mai geheiratet und ich habe Jens im September geheiratet. Du willst doch damit nicht sagen, dass du Jens geheiratet hast, weil ich... Weil du mich hast sitzen lassen? Doch, Carlo. Ich wollte es jetzt zwar nicht sagen, aber es war schon so. Gar nicht, bitte nicht. Na komm, lassen wir das. Ich kann dir nur sagen, ich bin mit Jens sehr glücklich gewesen. Ich verdanke ihm, ja, eigentlich alles. Aber komm, ein wunderbares Essen. Und als Nachtisch bekommst du Royal Grill Melflöde, unsere berühmte dänische rote Grütze. Rote Grütze. So, womit fängst du an? Aal, Lachs oder Krabben? Lachs, Aal und Krabben. Also dann, bis heute Abend. Danke, war schön. Gib Kuss auf Philipp. Ich auch. Schade, dass die Wasser so kalt war.
Was hat er denn? Nichts. Das ist ein italienischer Humor. Ach, komm jetzt, ich hab Hunger. Also, tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich hab vier noch, ja. Nina. Ninochka. Ja, wo kommst du denn her? Mit Flugzeug aus München. Heute ist keine Vorstellung. Ciao. Und dann dachte ich, überraschte ich meine Liga, gerade wenn er schöne dänische Mädchen kisst. Ach, du, hast du uns gesehen? Natürlich. Nina, keine Angst, solange ich da bin, ist zufällig umgefahren. Du sag mal, Francis ist nicht zufällig auch mitgefahren? Nein, da habe ich noch heute früh angerufen. Soll schön grüßen, alles ist in Ordnung und das Wetter in Solothurn ist wunderschön. Du meinst schön warm. Ja, sie meinen schön warm und nur machen großen Witz, wenn du kommst. Hol lieber die Schlüssel. Geboren am 17. Januar 1946. Und wo? In Baltimore. Baltimore. Und wann kamen Sie nach Europa? Vor anderthalb Monaten. Ich flog mit den Dorias von New York nach London. Da waren wir dann vier Wochen im Palladium. Und anschließend kamen wir hier mit dem Schiff nach Kopenhagen. Und Sie waren nie in Hamburg? Doch, ich war in Hamburg. Aber das liegt schon zwei Jahre zurück. Da hatte ich noch bei den Ugandas gearbeitet. Mhm. Das ist eine südamerikanische Trapezgruppe. Eine mexikanische Trapezgruppe. Und dann ging ich mit dieser Truppe eben nach Südamerika ein halbes Jahr. Mhm. Und als sie sich dort auflöst, dann fuhr ich zurück nach New York. Stimmt. Hier ist nämlich ein Funkbild, das uns die Hamburger Polizei durchgegeben hat. Der Pass, der bei der Ermordeten gefunden wurde. Mein Pass, den ich in New York verloren habe. Und Sie haben keine Ahnung, auf welche Weise Ihr Pass nach Hamburg gekommen sein könnte? Nein. Und wer die Frau ist, die damit gefunden wurde? Wie soll ich das wissen? Nein! Sie glauben mir nicht. Herr Kommissar, ich habe mit der Sache nichts zu tun, wirklich nicht. Warum soll ich Ihnen nicht glauben? Ein Pass geht schon mal verloren, das weiß ich auch. Nur, dann muss ich Sie jetzt noch mal bitten, ich brauche Ihre Fingerabdrücke. Nur Zeigefinger und Daumen, Miss Watson. Nein. Warum nicht? Ich bin kein Verbrecher. Das ist reine Routine. Hamburg braucht Ihre Fingerabdrücke, um Ihre Identität festzustellen. Ich sehe, dass Sie vor mir sitzen und leben, aber dass Sie Mabel Watson sind, können Sie jetzt nur durch Ihre Fingerabdrücke beweisen. Also bitte. So. Sicher ist das Ganze eine Verwechslung. Vielleicht gibt es wirklich zwei Mabel Watson. So selten ist der Name ja auch wieder nicht. Aber es gibt nur eine Mabel Watson, die mal bei den Ugandas gearbeitet hat. Mein Gott, was Reporter so schreiben. Komm, Nina, die paar Stunden, die wir haben, wollen wir nicht hier vertrödeln. Wann musst du denn wieder weg? Gleich morgen, Frink. Mit der ersten Maschine, wir haben Nachmittag Vorstellung. So, wir sind fertig. Das ist Herr Inspektor Finsen, meine Frau, mein Bruder Vico, seine Verlobte und mein Schwager Rodolfo. Ja, wir haben eben erst von der Sache gehört. Aber ich hoffe, Sie konnten sich in der Zwischenzeit überzeugen, dass Mabel Watson sehr lebendig ist. Das schon. Aber klar ist der Fall noch lange nicht. Warum hat man denn die Frau in Hamburg umgebracht? Eifersucht. Rache. Ganz genau wird man das erst erfahren, wenn man den Täter hat. Ja, ich muss mich jetzt verabschieden. Es tut mir leid, Miss Watson, dass ich Sie bei einer so hässlichen Angelegenheit kennengelernt habe. Aber wenn ich mal einen freien Abend habe, dann komme ich zu Ihnen in den Tivoli. Ganz Köpenhagen spricht ja von den berühmten Dorias. Also, wie sagt man noch bei Ihnen? Hals- und Beinbruch. Toi, toi, toi. Wiedersehen. Okay. Wiedersehen, ich kann. Na, siehst du, das wäre überstanden. Ach, nichts ist überstanden. Was? Ich habe Angst. Und ich kann so auch nicht arbeiten. Ich kann nicht, ich muss weg von euch und überhaupt, es ist zu viel, du hast mich, ich kann nicht. Mabel. Lass sie, Sascha, ich mach Todessprung. Nein, das wirst du nicht tun, du bist nicht trainiert. Wir werden die Nummer umstellen, ohne Mabel. Ich übernehme kein Risiko, wenn was passiert,
Wir lassen Todessprung weg. Ich fliege Passage mit und... Dann haben wir ein Loch. Ein Loch ist immer noch besser als ein Unfall. Also gut, soll Carlo entscheiden. Wird sowieso Zeit, dass er kommt. Wenn er kommt. Was heißt das? Jugendlieben dauern manchmal sehr lange. Das letzte Mal, als ich Carlo sah, wurde er gerade massiert. Was? Du meinst wegen dieser... Carlo wurde massiert? Ja, massiert. Unser Alter bringt sich in Form. Dann hat er was vor. Karim, eine schöne Zeit, unsere große Südamerika-Tournee, was? Ich hatte mir den Wirbel angeknackst und du hast mich gepflegt. Und wie? Oh, ist er denn der kleine Knubbel? Ist er noch da? Ja, ja, ich weiß noch da, dass er im Andenken wirst. Ah! Da ist er. Jetzt kitzelt du so auch immer noch. Dass du mich noch alles weißt. Dann in Polen wieder. Großer Schneesturm. Mein Gott, haben wir gefroren. Und jetzt, Karin, wie ist das? Keine Sehnsucht mehr zum Zirkus? Das alte Artistenblut, das rührt sich nicht? Kein Wunschtraum? Vor allem kein Herzklopfen, wenn du abends am Tivoli vorbeigehst? Nein, Carlo, nichts. Kein Traum, keine Unruhe. Vorbei. Vielleicht war ich auch nie eine echte Artistin. Ich war doch so jung damals. Ich glaube, es war nur die Atmosphäre, das Milieu, das mir Spaß gemacht hat. Auch später. Selbst auf den großen Tourneen mit Jens, ich bin doch immer mitgereist. Aber der Zauber war vorbei. Das Abenteuer war keins mehr. Es bestand nur aus Strapazen, Unbequemlichkeiten und Ärger. Und wenn du ganz ehrlich bist, Carlo, geht's dir nicht oft auch so? Ist es nicht auch manchmal leid, das ewige Herumziehen von einer Stadt in die andere? Na, vor allem, du hast es doch überhaupt nicht mehr nötig. Du könntest dich doch wunderbar zur Ruhe setzen. Oh. Natürlich könnte ich das. Sag dir, der Kram steht mir oft bis hierher. Aber... Wer macht die Arbeit? Was für eine Arbeit. Also jetzt erzähl mir doch mal, Carlo, was du eigentlich tust. Na, was? Alles? Ich mach doch einfach alles. Was heißt alles? Genauer. Ja, die ganze Vorbereitung, die Tourneeroute, Reisepapiere. Das ist ein Vormittag im Monat. Proben, Training. Ach, du trainierst? Ich natürlich nicht, aber ich hänge ja auch nicht oben am Trapez. Nein, wie ich gestern Abend sehen konnte, stehst du nur unten und guckst zu. Aber weiter, was machst du noch? Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. So eine Truppe braucht doch einen Kopf, nicht wahr? Einen Boss, gell? Ich weiß, du bist der vielbeschäftigte, der total überlastete Chef. Der alles bestimmt, ohne den nichts geschieht, ohne den nichts klappt. Sag mal, spielst du mir die Rolle jetzt eigentlich nur vor oder glaubst du wirklich selber dran? Rolle vorspielen? Aha, am liebsten würde ich den Kram spielen. Lieber heute als morgen würde ich den Kram hinhauen. Steht mir oft bis hierher. Kannst du Gift drauf? Hör auf! Was ist das denn? Mein Zeh! Also Carlo ist heute Vormittag schon mit Frau Brandes in ihr Landhaus bei Grevestrand gefahren. Und dort ist er telefonisch nicht zu erreichen. Ja, die dänische Witwe. Das ist doch zum Hühnerschlachten. Tagelang, wochenlang, monatelang sitzt einem der Alte auf der Pelle. Aber wenn man ihn mal braucht, dann ist er im dritten Frühling. Vigo, bitte. Ach, ist doch wahr. Ich zeige jetzt Nina die Stadt. Ich komme in 2 Stunden wieder. Vielleicht sollten wir doch zu diesem Grevestrand fahren und Carlo holen. Ich such ihn mal in so einem Nest. 1000 kleine Sommerhäuschen. Eins sieht aus wie das andere. Ach, er kommt sicher vor der Vorstellung mit der Zöllen. Ja? Mädchen, ich muss euch was sagen. Ich habe euch angelogen. Was? Ich bin nicht Mabel Watson. Ich heiße Maria Esther Martinez. Ich bin auch keine Amerikanerin. Ich wurde in Santo Domingo geboren. Wo? Das ist in der Dominikanischen Republik. Aber ich konnte da nicht leben. Meine Mutter war schon tot und meinen Vater, er war auch Artist, hatten sie in der Revolution ins Gefängnis gesteckt. Und weiter? Ja, und als ich vor 4 Jahren illegal nach den USA gehen wollte, konnte ich nur mit einem gekauften Fremdenpass in das Land.
Und das war der Pass auf den Namen Mabel Watson. Dann setz dich erst mal hin. So, und wir erzählen weiter. Ja, seitdem bin ich Mabel Watson. Ich hatte damals den Pass behalten, denn ich wollte endlich leben wie ein normaler Mensch. Ich kam zu den Ugandas und ging mit ihnen auf Tournee. Immer als Mabel Watson? Ja, ich bin ja auch überall damit durchgekommen. Mein Pass wurde verlängert und als ich ihn verloren hatte, bekam ich sogar einen Ersatzpass. Aber jetzt... jetzt ist alles aus. Ja, warum soll es aus sein? Bleib doch weiter, Mabel Watson. Er hat doch vorhin meine Fingerabdrücke genommen. Die werden Sie jetzt überprüfen und dann? Dann ist die Ermordete in Hamburg die echte Mabel Watson. Die habe ich nie gekannt. Wahrscheinlich. Oder sie ist mit Mabels verlorenen Pass gereist. Kinder, ist das eine verwurstelte Geschichte. Sascha, glaubst du, dass sie mich wieder nach Domingo zurückschicken? Ach, das gibt's doch überhaupt nicht. Politische Flüchtlinge? Das ist sehr unwahrscheinlich. Du wirst natürlich Schwierigkeiten kriegen. Das ist ein echtes Passvergehen. Soviel ich weiß, sind Pass- und Polizeibehörden in solchen Dingen sehr komisch. Aber was soll ich denn jetzt tun? Hör mal zu, Mabel. Die Sache muss in Ordnung gebracht werden. Pack den Stier bei den Hörnern und geh hier morgen früh zum amerikanischen Konsulat. Ja, die holen dann auch noch die Polizei. Quatsch, wenn du willst, gehe ich mit. Wir erzählen denen die ganze Story. Vielleicht finden wir einen vernünftigen Menschen, der uns einen Rat geben kann. Du kommst wirklich mit? Sicher. Wir müssen erst erreichen, dass sie dir die Arbeitserlaubnis nicht entziehen. Mhm. Aber du spinnst wohl. Dein Mädchen ist nur einen Tag in Kopenhagen und du zeigst dir nur scheiß Zivili. Du musst doch den Stadt zeigen, das Meer und die Schlösser ordentliche Haufen. Wen? Die kleine Meermädchen. Mit dem Schwanz hinter die Beine. Hier. Der Bildhauer war Edward Eriksen. Als Modell dient die königliche Balletttänzerin Ellen Preis und... und? Die Gattin des Künstlers. Aha. Kreischen in den Straßen und die Sirenen der Dampfer mischen sich mit in das geschäftliche Tun der Stadt. Sie ist eine wegsame Stadt und eine Stadt im Wachsen. König Christian IV. Setzte sich das Ziel, Dänemarks Handel und Industrie zu fördern und führte eine umfassende Bautätigkeit. Bei Nacht ist das Eldorado der Farbfotografen. Für den Vergnügungssuchenden ist es auch nicht von Pappe. Die nächtliche Runde beginnt hier am Rathaus. Ich bin aber keine Vergnügungssuchende. Nicht? Och, das ist aber schade. Sag mal, hast du was? Du bist den ganzen Tag schon so komisch. Na, dann lach doch mal ein bisschen. Irritation. And here I go! What my first
Oh, you scare me. For a moment, I thought I'd have a mom. What? Création Christian Dior. And here I go up for the big night. Was sagt ihr dazu? Unser Alter macht einfach blau. Warum? Warst du im Büro? Ja, eben. Kein Carlo, kein Telefonat, nichts. Soll er denn anrufen, wenn sie dem Nest kein Telefon gibt? Irgendwo wird doch eine Zelle sein. Ich sage, den hat's erwischt. Na, Mabel? Immer noch so mies? Es geht. Du, Carlo ist nicht da heute. Wenn du willst, schmink dir den Todessprung ab. Du musst nicht springen, wenn du dich unsicher fühlst. Ich gehe raus und sag Bescheid, dass du nicht angekündigt wirst. Ich springe. Gut. Sag mal, Lona, wie ist das denn im höheren Alter? Ich meine, wenn man so um die 65 ist, ist da mit Erotik noch was drin? Ja. Sascha hat mir versprochen, dass er mit 100 noch sehr munter ist. Armer Carlo, da sehe ich schwere Zeiten kommen. Aber das Gefühl, ich schwänze die Schule. Schlechtes Gewissen? Och, nö, durchaus nicht. Die Kinder werden ja ohne mich auch mal fertig werden. Carlo, du entwickelst dich. Findest du? Zu einem leichtfertigen Bummelam. schön. Du hol doch schon mal das Bier, ja? Steht im Kühlschrank. Oh, du bist aber gut bestückt. Und rote Grütze ist auch noch da. Ja, rote Grütze kannst du auch noch haben. Bin ich eine gute Hausfrau? Prima. Wie schön, dass du da bist, Carlo. Ich glaube, an dich könnte ich mich wieder gewöhnen. Wart's ab. Du glaubst gar nicht, was ich für ein alter Muffelkopf sein kann. 8 Uhr. Jetzt sind sie dran. Wer? Was ist dran? Die Kinder, unser Auftritt. Carlo. Du hast ja doch ein schlechtes Gewissen. Als erste fliegt Mabel. Aha. Was? Mach's gut. Ist doch ein komisches Gefühl, wenn er nicht unten steht. Dafür ist Nina unten, das ist mir wichtiger. Aber das Bot hängt besser als gestern. Jeder Abend, heute Punkt, Mabel Watsons Dürsbreck zu Sascha Doria. Wie bei der Publikum wäre vollständig stille. Ich habe ein schlechtes Gefühl für Mabel. Vielleicht hätten wir es ihr verbieten sollen. Zu spät. Ich ruf dich ab. Diesmal klappt's.
Damer og herrer, Mabel beder dem undskylde. Hun prøver en gang til. Tak. Überflüssiger Scheißdreck. Die von Vigus drei Doppel ist halt im Hotel. Moment, morgen früh. Ich dachte, das wird nicht gehen. Komm mir jetzt nur nicht mit der Ausrede, du hättest etwas zu tun. Ich kenne dich doch. Nein, morgen werden wir in aller Ruhe gemütlich frühstücken und dann frühstücken? Hör mal, ich muss doch ins Hotel zurück. Ich habe ja gar nicht geglaubt, dass ich hier so lange... Ach, natürlich schläfst du hier. Naja, wir werden doch jetzt nicht mehr in die Stadt zurückfahren. Der weite Weg. Nein, nein. Ich beziehe dir nachher da drüben die Couch. Reg dich nicht auf, Mädel. Was glaubst du, wie oft ich schon auf die Schnauze gefallen bin? Neulich habe ich bei der Premiere in Paris den Dreifach ins Netz gesetzt. Was heißt abgeschmiert? Du bist ja wieder auf. Und solange die Leute klatschen, ist alles halb so schlimm. Vielleicht. Hey, Vigo, fahren wir morgen wieder nach Klammenbosslimmen? Ich habe mit St. Peter gesprochen. Schönes Wetter morgen. Ein andermal wieder. Ja, wenn ich wieder in München bin. Leg dir nichts, Nina. Die Sache ist ganz harmlos. Ich weiß, was Vigo harmlos nennt. Ach, und in Dänemark baden die alle ohne. Ach was, es sind doch alles Gerüchte. Du liest zu viele Illustrierte, glaub mir. Ob Carlo inzwischen zu Hause ist? Bestimmt, wird eine lustige Nacht gehabt haben und sich ausschlafen. Na? Was sag ich euch? Unser Vater hat frischen Wind unter den Flügeln. Hey, das ist doch nicht zu fassen. Vielleicht ist ihm was passiert? Was heißt hier vielleicht? Dem ist was passiert. Du kannst dir Gift draufnehmen. Also dann, gute Nacht. Kommt doch noch auf ein Stück mit rein. Wo ist denn Mabel? Die wollte gleich schlafen gehen. Ich finde, wir sollten mal über alles in Ruhe reden, nicht nur Witze machen. Wegen Carlo, meinst du? Wo soll es sonst gehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, und wenn schon, bricht deshalb die Welt zusammen? Wer braucht es ein stilles Glück im Winkel? Madonna, was ist denn schon passiert? Carlo macht einen Bummel mit einer netten Frau und kommt nicht nach Hause, na und? Was ist schon dabei? Bin dich auch. Will einer einen Cognac? Danke. Vielleicht haben wir auch Schuld. Wir haben uns nicht genug gekümmert um Carlo. Wie oft sind wir ausgegangen und haben ihn allein gelassen? Guck mal her, kannst du sehen, was ich habe? Nee. Feuchte Augen. Und was ist, wenn Vater eines Tages die Faxen tick hat und den Kram einfach hinschmeißt? Braucht nur eine zu kommen, die ihm einredet, er hätte das alles gar nicht nötig und schon ist es passiert. Passiert, passiert. Was ist denn schon passiert? Carlo hat eine Affäre, na und? Und wenn er doch wieder heiratet? Ja, aber warum denn? Er hat doch alles. Alles? Ich habe mal was vom Johannestrieb gehört. Ihr glaubt also, wir kriegen eine neue Chefin? Ach hier, ihr spinnt doch alle. Mabels Passgeschichte ist viel wichtiger. Nicht geschlafen. Gute Nacht. Wer ist? Sag mal, bist du mit dieser Fiese in Lift gefahren? Ja, sicher, oder hätte ich vielleicht so kommen sollen? Wenn dich aber eine gesehen hätte. Ach, mich haben viele gesehen. Ist das wahr? Sicher, ich habe Ihnen allen erzählt, dass ich jetzt in Zimmer 404 gehe, um endlich mit Fräulein Nina Skarabinova wieder eine fabelhafte Liebesnacht zu erleben. Ja, vielleicht sind die schon gewinnt, dass du jede Nacht in Schlafanzug einmal rauf, einmal runter. Aber Nina, ich bin der solideste Mensch, den ich persönlich kenne. Und der treueste.
Ja, wenn nicht gerade die hübsche dänische Mädchen in Nähe sind. Aber Nina, wegen dem Küsschen heute Mittag? Schau, ich küsse ja alles, was mir in die Arme kommt. Das Zimmermädchen, den Etagenkellner, den Hotelportier, den Taxifahrer, ja sogar unseren Direktor. Ja, aber doch nur so, weil ich glücklich bin. Und jetzt komm her, Nina, ja? Ich weiß, du bist Halotri. Aber ich sitze allein in München und mein Direktor Kogler zu küssen oder Taxifahrer. So glücklich bin ich nicht. Aber Ninochka, doch nicht mehr lange. Schau, in ein paar Monaten beginnt wieder die Krone-Tournee und dann sind wir doch wieder zusammen. Und was wird noch alles dazwischen kommen? Gar nichts, außer ich breche mir den Hals. Nein, bitte, sowas sagt man nicht. Ich habe immer Angst, weißt du? Aber Ninochka, brauchst du doch nicht. Du weißt, ich habe einen sehr dicken Hals. Weißt du, dass ich in München sehr unglücklich bin? Aber doch nicht mehr lange, Nina. Ja, meine Nummer ist schlecht. Ach. Leute lachen nicht mehr. Quatsch, das bildest du dir alles ein. Bestimmt nicht. Kogler guckt mich schon immer so komisch an und die alle anderen auch. Das müsste ich doch wissen, Nina. Aber ich weiß, was ich sage. Deshalb bin ich hier gekommen. Jetzt mach das Licht aus, Nina. Ich habe schon so viel Quatsch gehört, ja? Vigo, ich muss dir was... Was hast du denn? Ich muss mit dir reden, Vigo. Aber morgen, Schatz, ja? Und wenn er bis heute Mittag nicht da ist, dann gehe ich in dieses Friseurgeschäft und hole ihn da raus. Ich dachte, du gönnst ihm sein Abenteuer. Ich wusste doch nicht, dass er so übertreibt. Ja, nennt man Nachholbedarf. Nimm mal die Milch, bitte. Mir scheint das schlechte Laune. Quatsch. Carlo. Guten Morgen zusammen. Was ein schöner Tag, was? Wie war denn die Vorstellung? Oh, gut wie immer. Kleiner Passer bei Mabel, unerheblich. Sehr gutes Publikum. So. Willst du frühstücken? Nee, danke. Hab alles gehabt. Gibt's was Neues? Ja, Nina lässt dich schön grüßen. Hat sie angerufen? Nein, sie war da einen halben Tag und eine Nacht. Sie gerade am Flughafen gebracht. Ja, es hat ihr schon sehr leid getan, dass sie dich nicht getroffen hat. Und Sascha ist mit Mabel auf das amerikanische Konsulat. Was? Nun hat sich gestern, währenddem du auf Achse warst, eine ziemlich unangenehme Geschichte zugetragen. Wir hatten die Kriminalpolizei bei uns. Ja, wenn du gestern zwischendurch mal angerufen hättest, das wäre sehr nützlich gewesen. Komm, was passiert ist, will ich wissen. Ja, da muss man doch sofort was unternehmen. Ja, du kannst dich wieder abregen. Sascha unternimmt ja bereits was. Sascha? Wieso denn Sascha? Nee, weil Sascha am besten informiert ist. Er hat die ganze Geschichte gestern aus erster Hand miterlebt. Hey, und einer von uns muss ja Mabel beistehen. Herr Doyal? Ja. Frau Brandes erwartet Sie unten an der Rezeption. Danke. Jetzt schon? Ja, ich komme. Du musst schon wieder weg. Ja, es tut mir leid. Ich werde abgeholt. Ich kann ja nicht wissen, dass solche Dinge. Das kann ich ja nicht wissen. Kannst ruhig gehen, Carlo. Die Sache läuft. Wir müssen eben abwarten. Und ihr meint wirklich, ich kann gehen? Ja, warum nicht? Wir müssen warten, was das Konsulat sagt. Aha. Na, also haltet mich auf den Laufenden. Nicht wahr? Ich rufe an. Ich rufe ganz bestimmt an. Entschuldigt. Bis bald. Tschüss. Ja, Schande, wie die mit dem Schlitten fährt. Sowas hat man nun zum Vater. Vigo. Naja, Carlo ist, wie sagt man, in anderen Umständen. Rodolfo. Vigo, Rodolfo. Ich sage euch, der Alte ist von Amor gestochen, von der Meise gepickt. Jawohl. Und wir müssen es ausbaden, wenn er sich dabei die Finger verbrennt. Vielleicht wird er Friseur. Zu blöd, diese Geschichte mit Mabels Pass. Kann uns passieren, dass sie jetzt ausfällt. Na und, wäre das so schlimm? Dann bekommt ihr eben Ersatz. Nun mach doch nicht so ein verbissenes Gesicht. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Was hast du denn mit mir vor? Ich habe vorhin mit meinem Immobilienhändler gesprochen. In Braue auf Ammer ist ein herrliches Stück Bauland billig zu verkaufen. Was? Ja, der Mann hat gesagt, eine einmalige Occasion, das müssen wir uns ansehen. Na, was sagst du? Die waren netter, als ich befürchtet hatte. Siehst du. Aber was soll ich denn jetzt machen, ohne Pass? Solange du keine silbernen Löffel klaust, verlangt auch niemand von dir einen Pass. Wenigstens hast du jetzt die vorläufige Arbeitserlaubnis. Das ist doch schon mal was für einen Anfang. Oder nicht? Na, vorläufig. Und wie soll es weitergehen? Kommen sich doch die Bullen in Hamburg den Kopf darüber zerbrechen.
Du hast leicht reden. Ich bin ja in der Patsche. Komm mal mit. Besonders schön ist es hier in der Abend. Hier müssten wir das Haus hinstellen, Carlo. Ein Traumhaus. Offene Terrasse zum Meer, weißt du, mit einem großen Außenkamin. Dann ein riesiges Fenster, Flachbau natürlich, sehr modern. Kannst du dir das vorstellen? Und der Preis? 525.000 Kronen, das ist geschenkt, Carlo. Ich könnte das Häuschen in Grevesstrand verkaufen. Dann habe ich noch eine Menge guter Brauereiaktien. Aus dem Geschäft kann ich auch noch was rausziehen. Na, und du? Du bist doch auch kein armer Mann. Wir könnten doch wunderbar eine Zeit des Jahres hier verbringen und die übrige Zeit bei dir in Solothurn. Halt, langsam, Karin, langsam. Du hast ja so ein verrücktes Tempo am Leibe. Da komme ich nicht so schnell mit. Ach, lass nur, Carlo, ich mache das schon alles. Du musst doch endlich mal aus deinem Zirkus raus. Und jetzt fällt dir der Platz nicht. Auch das ist alles schön hier, das Hübschchen. Natürlich. Ich hab's gewusst, unser Alter ist wieder nicht da. Ja, früher oder später musste das ja passieren. Was? Na, dass Carlo eine Frau findet. Ja, so kann man sich täuschen. Wer kommt dran? Luna mit dem Zweifachen. Sascha? Mal einen besseren Abgang. So, ist er da? Schau doch mal runter. Ah, ja. Na ja, dann werden wir wohl morgen das Aufgebot bestellen. Na los, mach das weg, kommst du. Arschloch. Ich bin ja gespannt. Was meint ihr? Hat sie ihn rumgekriegt? Diese Karin, die hat da zugeschnappt wie eine Maus. Das ist noch Wunder. Ich lasse die Kinder kommen zum Blumen. Na, nun tummelt euch. Ich gebe heute Abend einen aus. Ach, Carlo, sag mal, du bist hier? Wo soll ich denn sonst sein? Na, und diese Karin? Ach, die. Ja, das hat sich verspielt. Sie hat den stärksten Mann der Welt zur Strecke gebracht. Aber mich? Mich nicht.